Ich stehe kurz davor, mir ein Implantat machen zu lassen und lese im Internet schmerzlose Behandlung. Ist das Werbung? Das ist eine Userfrage, die habe ich per E-Mail bekommen. Ein Internet-User aus Deutschland muss sich also implantieren lassen und trifft dann im Internet auf diese Slogans. Stanzen statt Schneiden oder Biozahn. Biozahnkrone. Was ist davon zu halten? Wie immer geht es bei diesem Video nicht um meine Meinung, sondern es geht um Muster, die für alle eine Geltung haben. Vorweg frage ich mich immer, wenn ich so einen Schriftsatz sehe, und da entsteht eben auch bei mir der Eindruck, das ist Werbung, was denn sonst? Denn eine Behandlung beim Zahnarzt, die sollte immer schmerzlos sein. Bitte verstehen Sie mich nicht falsch, eine Behandlung beim Zahnarzt ist kein Karibikurlaub. Aber man kann sie immer schmerzlos gestalten. Wir handhaben das in der Ordination so, dass wenn ein Patient etwas Unangenehmes empfindet, hebt er die Hand, wir machen uns also vorab ein Zeichen aus und ich verlasse sofort den Mund. Denn jede Behandlung ist heute schmerzfrei möglich. Da gibt es nichts zu werben. Das sollte doch so sein. Auch zum Beispiel dieser Slogan, dazu gibt es einige Videos, Stanzen. Das machen wir seit 15 Jahren. Das ist ja nicht etwas, wo ich jetzt sage, du, wenn du ein bisschen mehr zahlst, dann stanze ich bei dir. Und wenn nicht, dann schneide ich. Oder ich mache es bei dem schmerzfrei, bei dem mache ich so. Die Behandlung sollte doch immer so effizient wie möglich für den Patienten gestaltet werden. Das heißt, ich als Arzt habe ein Repertoire an möglichen Behandlungen und wähle für die jeweilige Situation immer das Optimalste aus. Und wir stanzen seit 15 Jahren fast 99%. Und dann gibt es halt ganz wenige Indikationen, wo es vernünftiger ist, aufzuklappen, weil man den Knochen modellieren muss oder weil man mit einem Kurzimplantat arbeitet. Da gibt es dann ein paar so spezielle Fälle, da muss man eben aufmachen, implantieren und wieder zunähen. Aber der überwiegende Teil kann heute zum Beispiel gestanzt werden. Und wenn man dann mit solchen Dingen wirbt und das dem Menschen so verpackt wie du, schau, ich mache dir da was Gutes, so nach dem Motto Bio, Öko, dann dient das dem Verkaufsabschluss. Dem Menschen würde dienen, wenn man ihm aufklärt, wieso es zum Beispiel zu einer Implantation überhaupt gekommen ist, was man dann nach dem Implantat beachten muss. Hilfe zur Selbsthilfe. Aber wir erleben diese Slogans, die so gut klingen und mit unseren Gefühlen spielen, überall. Beim Zahnarzt ist es natürlich damit verbunden, dass der Mensch eine eher ängstliche Einstellung hat. Und die ist ja auch nicht unbegründet. Vor nicht allzu langer Zeit war die Medizin noch so von ein bisschen einem sadistischen Zugang geprägt. Das heißt, man sah häufig, dass der Mensch Angst oder Schmerzen hat und man hat dann weiter behandelt. Ja? Man hat einen schlechten Tag gehabt und gib ihm. Das kennen sie von überall. Das passiert leider Gottes immer wieder und somit haben die Menschen natürlich Respekt und Angst vor diesem Ausgeliefertsein, von diesem über sich drüberfahren. Und wenn ich mit dieser Urangst spielen will, dann mache ich zum Beispiel so einen Werbeslogan. Aber die moderne Zahnheilkunde ist heute völlig schmerzlos. Man kann dank der Lokalanästhetiker jeden Menschen so anästhesieren, dass er keine Schmerzen hat. Wenn doch, dann ist es meistens ein Anästhesierfehler seitens des Arztes. Sie finden zum Beispiel ein Video, Leitungsanästhesie für junge Kollegen, wo wir also versuchen, jungen Kollegen die Lokalanästhesie zu erklären. Denn vieles, wo der Laie annimmt, na, das muss ja der Arzt wissen, weiß er nicht, weil das nicht sehr gut in der Ausbildung vermittelt wird. Das heißt, ja, ich gebe Ihnen recht, dieser Slogan, das klingt sehr nach Geldmache und vielleicht ist es ein bisschen vernünftiger, sich einen Kollegen zu suchen, der seriös aufklärt und nicht mit solchen Slogans hausiert. Alles Liebe!